Hey, ein herzliches Willkommen. So, ich sehe, hier sind schon Britta, Dagmar, Daniela, Gerda, Gerhard, Marlies, Moni. Wo kommt ihr denn alle her? Raik sehe ich, mit Raik habe ich schon telefoniert die Tage. Und proudly present, hier ist Alicia direkt aus Mexiko. Ja, klasse. Ja, hallo liebe Wie geht's Stefanie. dir? Manche sind ja hier sogar passend zueinander angezogen. Das passt, das passt. Und wir haben uns Ohne nicht Absprache. abgesprochen. Ich komme gerade aus dem Meeting mit Raho. Ich soll dich ganz schön grüßen. Oh, danke, danke, danke. Ja, ich wollte auch schon mit ihm telefonieren. Das klappt auch noch die Tage. Ja, ihr seht, wir bereiten Großartiges vor im Hintergrund. Wir können noch nicht allzu viel verraten, aber ich kann euch sagen, das, was wir jetzt hier machen, ist nur ein Anfang. Und die Zeit ist reif. Hier sagt jemand, er hat keinen Ton. Hören uns die anderen? Bin ich gut zu hören? Ist Alicia gut zu hören? Hab keinen Alle Ton. sind, Nochmal rein. ich denke, wir sind gut zu Ja, hören. Angela schreibt, ich Ich grüße dich, Angela. Ja. Okay, nur Britta nicht. Ist gut zu hören. habe hier so einen Okay. netten vorbereiteten Text, weil das passiert ja immer mal wieder. So. Kein Ton, kein Ton. Schalte alle Programme aus. Gucke, ob irgendwo das Mikrofon geklaut ist. Benutze einen anderen Browser. Lösch den Cache-Speicher und komm wieder. Gut, also wir sind zu hören. Sehr gut. Auch in der Schweiz. Das höre ich doch gern. Das höre ich gern. Ja, klasse. Wir haben uns heute hier getroffen und wir haben es ja schon angeteasert. Alicia ist ja die Expertin schlechthin für die ganze Maya-Kultur. Du bist Priesterin, du bist selbst eingeweiht worden von Maya-Ältesten. Ihr ja, hast lange mit ihnen zusammengelebt und machst heute auch Priesterweiterbildung, ja, und gibst Leuten Einweihung. Aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Ich möchte dich erstmal herzlich offiziell willkommen heißen. Schön, dass du da bist. Und das Thema ist mega wichtig, denn es geht uns alle an. Maya-Weisheiten in 2020. Für die Maya ein ganz besonderes Datum. Wenn die Berechnungen stimmen, was sagst du dazu, Alicia? Ja, die Berechnungen stimmen schon. Also auf jeden Fall laut meiner Lehrer. Es ist ja so, vielen ist gar nicht bewusst, dass die Maya noch existieren. Das war mir selber auch nicht bewusst, bis ich zu ihnen gerufen und geführt wurde im Jahr 2009. Ich bin dann 2012 eingeweiht worden von den Maya-Ältesten in das alte Wissen. Und es ist natürlich tatsächlich nur noch im Hochland von Guatemala. Ist es noch aktiv, dieses Wissen? Wird auch noch gelebt, dieses Wissen? In Mexiko haben ja auch die Maya gelebt, zumindest da in Yucatan und Quintana Roo. Aber da wird seit 150 Jahren nicht mehr der Kalender gelebt, also nicht mehr das alte Wissen weder gelebt noch verbreitet. Und für die Maya war 2012 ein ganz besonderes Jahr und zwar wirklich schon der Zeitenwechsel. Also wir sind schon in der neuen Zeit. Ich weiß, es ist noch nicht wirklich spürbar, aber ich kann euch auch gerne erklären, warum das so ist. Es ist so, die Maya haben natürlich verschiedene Kalender, das heißt Zyklen. Es gibt zum Beispiel den spirituellen Kalender, das ist ein Zyklus von 260 Tagen. Es gibt den Sonnenkalender, der hat einen Zyklus von 365 Jahren. Und dann gibt es diesen Langzeitkalender, dieser magische, mystische Kalender, der Zyklen von 5125 Jahren hat. So, und von diesem Kalender spreche ich jetzt, denn das ist ein unglaublich langer Zyklus, über 5000 Jahre. Und wir waren in diesem Zyklus, der regiert wurde von der männlichen Energie. So, was bedeutet das? Männliche Energie ist natürlich nicht schlecht. Aber es fehlte das Gleichgewicht. Wir brauchen immer das Gleichgewicht. Wir sind in der Welt der Dualität. Wir brauchen Frühling, wir brauchen aber auch den Sommer, den Herbst und den Winter. Wir brauchen Licht, aber wir brauchen auch die Nacht. Also alles ist ein Zusammenspiel. Das heißt, nur die männliche Energie hat dafür gesorgt,
in diesen 5000 Jahren, dass das Weibliche unterdrückt wurde, in uns allen, natürlich auch in den Männern. Das bedeutet, dieses Fließen in uns, diese fühlende Kraft in uns, die wurde völlig in uns allen unterdrückt. Wir sind mehr in den Verstand gegangen. Wir haben jetzt gerade so im Business mit dem Verstand visualisieren. Also wir sind ganz so aus dem Herzen, aus dem Schoßraum raus und wirklich mehr in diese männliche Energie. Na, in dieser Zeit hat es auch funktioniert, wenn es uns vielleicht auch nicht ganz glücklich und erfüllt gemacht hat, aber dieses Fließende in uns allen wurde einfach unterdrückt, das, was wir auch wirklich sind, weil wir sind ja ein Zusammenspiel von beiden Energien. So, und der 21.12.2012, da war eben dieses mystische Datum, an dem die Energien gewechselt haben. Und das haben die Maya, also das ging damals auch durch die Presse, ich bin damals schon von Radiosendungen interviewt worden. Die Maya haben natürlich nie gesagt, die Welt wird untergehen. Ich kenne nicht einen Maya, der das gesagt hat, das waren dann die westlichen Medien, die das behauptet haben, um es spannender zu machen. Die Maya haben immer gesagt, es wird eine Wandelzeit geben. Na, weil klar, das ist dieses Datum, aber guck mal, das ist so wie, wenn Frühlingsanfang ist. Dann ist Frühlingsanfang so 21. März, ne? Aber dann ist ja auch noch nicht sofort jeden Tag 20 Grad. Dann hast du auch ganz regnerische, kalte Tage, wo es nur 10 Grad ist. Es kann sogar sein, dass es 0 Grad wird und schneit. Na, und so ist das natürlich auch. Und du musst dir jetzt überlegen, es geht jetzt nicht um einen Jahreszyklus, es geht um einen über 5000 Jahre Zyklus. Da kannst du dir vorstellen, dass dieser Wandel, also so wie der Wandel zwischen Winter und Frühling, natürlich um einiges länger geht. Und das heißt, wir sind jetzt eben in dieser Wandelzeit, also wir haben jetzt, sind jetzt im 8. Jahr der Wandelzeit. Und meine Lehrer und Freunde, die auch Maya-Priester sind, die haben alle so prophezeit, es dauert so zwischen 20 Jahren. Ich habe vor kurzem noch mit dem Hüter des gesprochenen Wortes der Maya gesprochen, also auch ein eingeweihter Maya. Der hat gesagt, es wird noch 11,5 Jahre dauern, diese Wandelzeit, also bis wirklich spürbar das Neue hier manifestiert ist. Und letztendlich, jetzt sage ich nochmal was zum Neuen, wir sind nämlich jetzt schon in der Zeit, in der weibliche und männliche Energie gemeinsam regieren werden. Das Zeitalter der Einheit. Ja, und es geht natürlich in erster Linie um uns und deswegen sind wir auch alle wichtig für diesen Zeitenwechsel, weil es geht darum, dass wir unsere innere Einheit finden, dass wir wieder in unseren Flow, in unsere weibliche Kraft kommen. Und was natürlich auch ganz wichtig ist für die Maya und andere Urvölker natürlich auch, dass wir unsere Bestimmung leben. Denn das ist die Aussage der Urvölker, dass wir alle in diese Welt kommen mit einer besonderen Bestimmung. Und jetzt sagst du vielleicht, nein, ich aber doch nicht. Ich habe bestimmt keine Bestimmung. Ich bin nicht gut genug. Ich bin nicht richtig, wie ich bin. Nein, wirklich jeder Mensch auf dieser Welt hat eine einzigartige Gabe, hat eine besondere Bestimmung. Und es geht darum, dieses Licht in uns, diese besondere Gabe wirklich wieder scheinen zu lassen und in die Welt zu bringen. Und das ist tatsächlich das, was diese neue Zeit hier manifestieren wird auf der Welt. Da wird niemand kommen von außen, uns werden keine Raumschiffe abholen und in die fünfte Dimension bringen. Nein, wir sind die, die hier inkarniert sind, um diese neue Zeit zu manifestieren, hierher zu bringen, indem wir sie leben. Unsere Bestimmung. Wer hat denn hier schon seine Bestimmung gefunden? Wer weiß denn hier schon von denen, die jetzt in dem Raum sind, ich habe eine ganz konkrete Bestimmung und lebe sie schon? Wie stark lebt ihr sie auf einer Skala von 1 bis 10? Ja. Was Alicia sagt, ist so, so wichtig. Und ja, vergesst das, was die Medien sagen. Die Medien haben auch jetzt gesagt, ne, am 21. Juni geht laut dem Maya-Kalender die Welt zu Ende. Echt? Und haben sie das gesagt? Ja, ja. Der Untergang dauerte vom 21.12.2012 bis genau jetzt. Und jetzt wurde eben das große Aus erwartet. Ach, das hat aber kein Maya gesagt. Nein. Ich muss auch einfach schmunzeln darüber. Im Grunde genommen passiert schon etwas. Ja? Also das war ein bedeutendes Datum. Ja? Und die Schwingungsfrequenz steigt. Es werden viel, viel mehr Leute aus dem Vergessen geholt.
Und vielleicht merkt ihr das um euch drumherum. Es passiert einfach so viel. Dinge fügen sich zusammen. Und wir werden gleich auch nochmal darauf eingehen, was ihr konkret machen könnt, um mit diesem Flow zu gehen. Weil das ist ganz, ganz entscheidend. Wenn ihr auf die Bremse tretet und denkt so, oh mein Gott, das geht mir zu schnell, dann blockiert ihr diesen Prozess und es fühlt sich alles schwer an. Wenn ihr aber jetzt mit diesem Flow geht und eurer Bestimmung folgt und das macht, was tief in euch drin die tiefe Wahrheit ist, dann ist es kein Problem und wir werden die globale Transformation, so gut es geht, ja, mit allen Kräften vorantreiben. Und zwar alle von uns. Ja. Genau. Naja. Genau, Gerda schreibt, sie hat sie gefunden. Mental auf 10, in der Umsetzung auf 2. Gerda, ich danke dir für deine Ehrlichkeit. Schreibt auch nochmal, wer sie nicht gefunden hat in den Chat, ja? Wer hat die Bestimmung noch nicht gefunden und sucht sie? Das ist ja ganz wichtig, was Gerda hier anschreibt. Und das ist ja auch wieder diese Einheit von weiblicher und männlicher Kraft. Ich meine, mental ist natürlich so eine Sache, hast du wirklich mental deine Bestimmung gefunden? Ich glaube ja, die Bestimmung ist nicht im Kopf, die ist wirklich in uns drin. Das ist so wie unser spiritueller Samen. Wir wissen das alle, wir haben eine Gebärmutter, wir gebären unsere Kinder wachsen in unserer Gebärmutter, aber wir haben auch dieses spirituelle Zentrum, unseren Schoßraum, aus dem heraus unsere Visionen, unsere Bestimmung herausgeboren wird. Also da sehe ich ganz klar diesen Schöpfung, dieses Schöpfungszentrum in uns Frauen und auch natürlich Männern und wo heraus wir wirklich gebären und selbst auch neu gebären. Und das ist so diese weibliche Kraft. Aber wir brauchen wirklich auch diese männliche Kraft, ne, um das in Struktur zu bringen, ne, und dass das wirklich da ankommt, wo es hin soll. Also deswegen finde ich das unglaublich wichtig, mehr denn je, dass wir in dieses Gleichgewicht kommen, egal was wir tun. Egal, erstmal fängt es in uns an, aber dann natürlich auch in unseren Beziehungen, aber vor allem auch in unserem Herzensbusiness, dass wir da dieses Gleichgewicht finden zwischen diesem weiblichen Flow, diesem Fühlen, aber natürlich auch Balance mit Struktur finden, Taktiken finden, die natürlich aber auch zu uns passen. Ne, dass wir immer wieder fühlen, so wenn es ums Marketing geht zum Beispiel, passt das zu mir? Ne, fühlt sich das für mich gut an? Ne, und da muss man natürlich da auch immer differenzieren, fühlt sich es jetzt gut nicht gut für mich an, weil ich da noch Glaubenssätze habe, weil ich Angst habe, ein Newsletter zu schreiben, was die Leute dann von mir denken. Oder ist es wirklich nicht stimmig und passt gar nicht zu meiner Vision? Wer kennt die Probleme? Der gerade mit dem Marketing Schwierigkeiten hat und Herausforderungen. Quasi auf die Leute zuzugehen, sehr offensiv zu sein und zu allem zu stehen, was in einem ist. Ja, Gerda schreibt, ich auf jeden Fall. Ja. Komm, was ist los mit den anderen? Hey, es haben ja schon einige geschrieben. Ja. Also Susanne schreibt, ich suche... Alle noch. Hände hoch. Ich habe noch Schwierigkeiten, ich ebenfalls. Hände hoch. Ich bin bei 6. Ich bin dran, meine Vision zu leben. Ob das auch meine Bestimmung ist, weiß ich nicht. Es fühlt sich sehr stimmig, freudig und abenteuerlich an. Das ist doch schon mal was. Das hört sich doch richtig, richtig gut an. Ja. Sarina schreibt, erst war es das Sichtbarwerden, nun ist es die wirkliche Wahrheit zu leben und zu zeigen. Ja. Ja, und ich nehme mich da nicht aus. Also ich habe auch lange gebraucht, ehe ich mich noch radikaler aufgestellt habe und einfach zu all dem stehe, was tatsächlich raus will, raus muss und was es tatsächlich braucht, ja. Und ich kenne das ja ganz extrem. Ich habe das ja so gehabt, guck mal, ich bin eingeweiht worden von den Maya-Ältesten. Jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, meine Lehrer, die arbeiten tatsächlich auf Spendenbasis. Das ist in Guatemala ganz normal und es funktioniert dort auch für die Menschen. Warum? Weil sie der Spiritualität einen sehr hohen Stellenwert zuordnen. Und es ist völlig normal, dass dafür eine Maya-Zeremonie ungefähr so 400, 500 Quetzal zu bezahlen. Das sind umgerechnet 50, 60 Euro. Hört sich jetzt nicht so viel an. Aber du musst dir überlegen, das ist wirklich ein Drittel bis ein Viertel Monatslohn in Guatemala. Von einem ganz guten Monatslohn schon. Ne? Also das ist ja wirklich völlig normal, da so viel für zu bezahlen.
Und dann komme ich nach Europa als Maya-Priesterin und denke, okay, ich mache es genau wie meine Lehrerin aus Spendenbasis, wunderbar. Und wenn ich gut genug bin, dann werde ich ja auch die richtigen Leute anziehen. Dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, es funktioniert nicht. Erstmal melden sich Leute zur Zeremonie an, dann kommt nur die Hälfte von den Angemeldeten, dann spendet keiner was oder ich habe dann tatsächlich 5 Euro Spenden bekommen für 2 Stunden Zeremonien. Und dann habe ich gedacht, na, entweder liegt es wirklich daran, dass ich nicht gut bin oder ich muss wirklich was ändern. Ja, und dann habe ich mich für das Zweite entschieden, weil ich gemerkt habe, meine Arbeit hat Resultate, also daran liegt es nicht. Und meine Lehrerin hat mein Potenzial gesehen. Sie hat zu mir gesagt, ich soll das alte Wissen in Europa verbreiten. Und da wusste ich, das ist eine große Aufgabe, aber um das zu erreichen, muss ich viele Menschen erreichen. Und das kann ich nur, wenn ich anders denke, wenn ich anfange, groß zu denken, wenn ich voll und ganz zu mir selber stehe. Und das ist natürlich ein großer Prozess. Und ich glaube, Stefanie, das kennst du bestimmt auch sehr gut, durch diese ganzen Glaubenssätze gehen, die wir eben gelernt haben von nämlich, ich bin nicht gut genug und wir müssen so und so sein, damit wir geliebt werden. Und wisst ihr, was ich immer gesehen habe dann? Als ich so das erste Mal überhaupt online war und natürlich mich auch verglichen habe mit anderen, da habe ich immer gesehen, viele Menschen, habe ich immer das Gefühl gehabt, die verstellen sich, bei denen ist immer alles super klasse, im Job, in der Familie, alles super toll. Und aber gibt es auch eigentlich authentische Menschen? Ist es nicht viel schöner, wenn ich mich zeige, wie ich bin? Wenn ich einfach mal darüber schreibe, was eigentlich in mir vorgeht, wie ich mit meinen Glaubenssätzen umgehe, wie ich die erlöse und so weiter. Und da habe ich dann so meinen Weg gefunden, einfach die Menschen mitzunehmen in meine Welt und genau darüber zu schreiben. Ich habe angefangen zu bloggen und habe einfach mich authentisch voll und ganz gezeigt. Und glaubst du, es war einfach? Nein, es war nicht einfach. Ich weiß noch, als ich den ersten Blogbeitrag veröffentlicht habe, aber nicht nur das, ich habe ihn dann noch in unterschiedlichen Facebook-Gruppen geteilt. Und ich habe echt Panik gehabt. Ich habe so eine richtige Panik gehabt, zu sterben. Ich habe gedacht, oh nein, die werden mich jetzt zerfetzen. Ich bin so schonungslos ehrlich. Ich zeig mich so verletzlich, die wissen alles über mich. Die werden mich zerreißen, dass ich nicht gut genug bin, wer ich überhaupt bin. Und das ist niemals passiert. Die Menschen waren mir nur dankbar dafür, dass ich mich wirklich gezeigt habe, wie ich bin. Und das ist eben auch diese Botschaft der Urvölker. Lebe deine Bestimmung, zeig dich, wie du bist, denn genauso wie du bist, bist du richtig und wirst die Welt verändern. So gut, so stark. Ich habe auch noch ein krasses Beispiel. Also ich bin zum Beispiel mal zerfleischt worden. Ja? Ich habe... Ach echt? Das ist 7 Jahre jetzt her. Oder 6,5, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Nach der Geburt meiner 3. Tochter, die eine Beckenendlage war und die ich allein geboren habe, bin ich interviewt worden von mehreren Zeitungen. Aber das, woran ich mich gerade erinnere, war die Welt. Ja? Und das Interview erschien und der Artikel war so aufgebaut, dass quasi dazwischen hat ein Geburtsmediziner gesprochen und hat jede Aussage von mir zerfleischt. Und es wurden natürlich nur die Aussagen rausgepickt, die so wischiwaschi waren. Ja? Es wurde nicht erwähnt, dass ich stundenlang, tagelang recherchiert hatte, Studien gewälzt habe. Wochenlang hast du das doch gemacht. Ja, genau. Wirklich wochenlang mich mit diesem Thema auseinandergesetzt habe, Beckenendlage, natürliche Geburt und so weiter, ja. Und zitiert wurde quasi nur eine Aussage wie, das hat sich richtig angefühlt. Und das war natürlich so witzig, weil danach kam wieder der Geburtsmediziner und der hat wieder was ganz Vernichtendes gesagt, so ungefähr. Es ist leichtsinnig und keine Frau kann es sich anmaßen, zu fühlen, ob etwas in Ordnung ist mit dem Kind und so weiter. Und mir ist der Tod an den Hals gewünscht worden. Ja? Diese Frau müsste sterben, sie hat kein Recht zu leben, ihre Kinder genauso wenig. Und dann habe ich gedacht, so, oh mein Gott, das ist moderne Hexenverbrennung. Aber wisst ihr, was danach passiert ist? Nichts. Ja? Die Leute, die ihren Hass ausschütten wollten, haben ihren Hass ausgeschüttet. Aber auf der anderen Seite gab es ganz viel Zuspruch. Ganz viele Leute haben mich kontaktiert, haben mir gedankt, haben gesagt, das hat ihr Leben verändert. Sie haben andere Geburten gehabt, sie konnten ihre Geburt im Nachhinein anders deuten. Und,
Und das ist wichtig, ja, weil jeder, der hier Angst hat, ne, sich vollkommen zu zeigen und seine Göttlichkeit zu leben, seine Berufung zu leben, der muss auch sehen, dass danach nichts Schlimmes kommt. Wir leben nicht mehr im Mittelalter, wo wir gesteinigt werden, wo wir verbrannt werden. Ja. Es wird modern online zwar gesteinigt, aber du hast viel bessere Möglichkeiten, sondern du kannst die Leute einfach blockieren und dich ein Stück weit schützen. Ja. Und das hat auch viel mit diesem männlichen Aspekt zu tun, ja. Sodass wir in unsere Macht kommen, auch in die weibliche Macht. Und allein, dass diese Begriffe negativ konnotiert sind in unserer heutigen Gesellschaft, Macht, Erfolg, ja, Kontrolle. Meine, bei deinem Beispiel mal ganz klar, wenn darauf rumgehackt wird, ja, du kannst das doch nicht fühlen. Das ist doch wirklich diese starke Unterdrückung der Weiblichkeit, weil du hast ja nicht nur dein Fühlen benutzt, erstmal, du hast ja auch wirklich recherchiert, mit deinem Kopf hast du Bücher gelesen, hast in beide Richtungen geguckt, aber in erster Linie natürlich auf dein Gefühl gehört. Und das glaube ich ganz sicher, dass wir Frauen, natürlich auch Männer, die wirklich mit ihrer weiblichen Kraft in Verbindung sind, wir fühlen ganz genau, wir sind die Ersten, die fühlen, wenn es unserem Kind nicht gut geht. Ja. Ne? Wir sind die Ersten, die genau wissen, nö, alles wird ganz einfach und ganz leicht gehen. Wir sind doch in der Kommunikation mit unserem Kind. Und wenn wir das noch nicht sind, dann kann das natürlich sein, weil wir so sehr in der Trennung von uns selbst sind. Aber das können wir alle wieder lernen. Wir können es wieder lernen, uns selbst zu fühlen, unsere innere Weisheit wieder wahrzunehmen und zu spüren. Und wem könnten wir besser vertrauen als dieser inneren Weisheit? Ja. Ja, ja, ja. Ich habe sogar ganz am Anfang, fällt mir jetzt wieder ein, einen Blog geschrieben unter einem Pseudonym, ja, um über diese Themen zu sprechen, weil ich regelrecht Angst hatte, wenn das in die Verbindung rückt mit meiner Psychologentätigkeit, ist meine Laufbahn dahin. Und irgendwann habe ich das durchbrochen und habe gemerkt, nein, ich muss mit meinem Gesicht für eine natürliche Geburt einstehen. Mittlerweile habe ich auf so vielen Kongressen gesprochen, da kommen wir gleich nochmal dazu. Kongresse, nebenbei bemerkt, sind das mächtigste Tool im Marketing, welches du heute anwenden kannst. Und es entstehen multiple Win-Situationen, aber dazu gleich nochmal mehr. Und das war so wichtig, diesen Weg zu gehen, diesen Schritt zu gehen, raus aus dem Vergessen, hin zu dem, ja, ich bin hier, um diese Weisheiten zu teilen. Ich bin hier, um Dinge zu erleben. Die sind nicht immer schön, die fühlen sich manchmal schwer an, aber das auch zu teilen. Und ich denke, jeder von euch kennt solche Situationen. Und das ist genau weg vom Vergessen, hin zum Erinnern. Und ich weiß, du hast tolle Angebote. Lisa, wir können jetzt nicht über alles sprechen, aber du führst zum Beispiel auch Menschen dort wieder hin und weist sie ein, ja, sodass sie ihren Auftrag haben. Einweihung hört sich mal so mystisch an. Ne? Letztendlich bedeutet Einweihung nichts anderes als Wiedererinnerung. Ne? Weil das ist eben auch die Botschaft der Urvölker, dass ja alles eben in uns ist. Das, was wir sind, diese Essenz, die wir sind, diese Essenz, die wir mitbringen, unsere einzigartige Bestimmung, die ist in uns. Und auch wenn du das nicht fühlst, ich glaube, hier haben einige geschrieben, ich fühle das gar nicht, bin mir gar nicht sicher. Das ist, weil du es einfach vergessen hast. Und das ist normal in dieser Welt, weil ich denke, alle von uns sind zur Schule gegangen. Wir mussten Dinge lernen, die man von uns verlangt hat. Also wir durften nicht selber wählen. Wir durften nicht unserer Essenz, unserer eigenen Kreativität, unserem Potenzial folgen. Wir durften es. Wir konnten es in dieser Gesellschaft einfach nicht. Und auch später im Job, ja, wer wusste nach dem Abi oder nach dem Realabschluss schon, was mache ich jetzt? Ja, irgendwas hat man dann gemacht, was die Eltern vielleicht vorgeschlagen haben oder was man gedacht hat, was einen interessiert. Aber auch das ist in den wenigsten Fällen wirklich die Bestimmung. Und wir machen dann einfach immer so weiter. Wir leben weiter in dieser Welt. Aber ich denke, innerlich spüren wir das alles, so eine innere Leere, so eine Unerfülltheit, so ein Unglücklichsein. Ich war auch an diesem Punkt, ich habe echt gedacht, ich habe alles, was ich immer wollte, was mein Kopf dachte, was gut ist. Das heißt, ich habe einen Mann geheiratet, der einen guten Job hatte. Ich musste nicht arbeiten. Ich war zu Hause mit unseren zwei kleinen Kindern damals.
Er hatte einen guten Job, das heißt, er hat ein schönes Haus, wir konnten zweimal im Jahr in Urlaub fahren. Das war doch eigentlich alles, was ich mir erträumt hatte. Aber es blieb eben diese innerliche Leere, dieses Gefühl, an das ich mich noch aus der Kindheit erinnere, so ein inneres Sehnen in mir, dieses Sehnen danach, ich weiß ganz genau, dass ich hier bin, aus einem bestimmten Grund. Und dieses Sehnen, das war nie wirklich weg. Es wurde nur kleiner, weil ich es immer mehr zugedeckt habe, um mich anzupassen in der Welt. Aber dann, als meine Kinder groß waren, geboren waren, da wurde es dann immer stärker, dieses Sehnen. Und es wurde dann wirklich zu einem inneren Ruf, dem ich dann gefolgt bin. Und ich glaube, ihr kennt das alle mit diesem inneren Ruf. Nur meistens folgen wir leider diesem inneren Ruf nicht, weil, und dann kommen nämlich diese kleinen haltenden Glaubenssätze, kann ich doch nicht. Bin ich nicht gut genug? Nee, ich muss erst noch alle 100.000 Blockaden auflösen. Nee, ich kann aber dies oder das nicht. Nee, die anderen sind eh viel besser. Ach, ich brauche doch gar nicht erst anfangen. Ja, und dann wird die Welt sich so verändern. Ganz im Ernst, glaubt ihr, dass die Welt sich so verändert, wenn ihr weiter euch klein haltet, wenn ihr diesen klein haltenden Glaubenssätzen glaubt? Nee, jetzt ist wirklich wieder die Zeit, das zu entdecken, was in euch ist. Diese Bestimmung wieder zu entfalten, eurem inneren Ruf wieder zu folgen und eben nicht mehr diesen klein haltenden Glaubenssätzen zu vertrauen, sondern euch wirklich wieder zu erinnern. Wer bist du und warum bist du hier? Na, weil jetzt ist die Zeit dafür. Definitiv. Wie gesagt, ich kann es nicht oft genug sagen, das wird die Welt verändern und wir brauchen dich. Wir brauchen dich, damit sich diese Welt verändert. Für deine Kinder. Wenn du es nicht für dich tust, tu es für deine Kinder. Tu es für die nachfolgenden Generationen. Na, das ist ganz, ganz wichtig. Und das ist eben, wie gesagt, diese Einweihung, die habe ich damals bekommen, als ich in Guatemala war. Einweihungszeremonien, um meine innere Kraft wieder frei zu schaufeln, dass sie wieder fließen kann. Ja, ja, ja. Ja, so stark, was du sagst. Und je nachdem, wo jemand steht, ja, hört er diesen Ruf stärker oder weniger stark. Und was könnt ihr jetzt machen, wenn ihr spürt, Mensch, Mist, ich bin noch nicht mal bei einer 7 oder 8 angekommen. Und ich weiß nicht, wer ist denn hier schon bei einer 7 und 8? Ich habe nur Zahlen gesehen, gelebte 7 und 8, ja? Nicht nur theoretisch und möchte gerne 7 und 8. Sondern wer ist denn hier schon dabei, der sagt, ich bin ja auf dem besten, allerbesten Wege dahin. Wir werden gleich auch noch darüber sprechen, was Machtmissbrauch damit zu tun hat. Ja? Weil wir haben alle Machtmissbrauch erlebt. Ob hier aktuell in der Kindheit, im Erwachsenenleben, in der Jugend oder die Seele noch zuvor oder in den früheren Generationen, die wir ja auch durchlebt haben, rein physisch, ja, unsere physischen Vorfahren. So. Was heißt denn 8, Stefanie? Was bedeutet 8? Bedeutet 8, dass ich nicht nur weiß, was meine Bestimmung ist, sondern dass ich sie auch schon lebe, ja, und auch davon lebe mit meiner Bestimmung? Würdest, genau, du das als 8 sagen? Jetzt kommt noch dazu, wie gut lebst du von deiner Bestimmung? Weil was in unserer Branche auch so ein Thema ist, ist im Grunde genommen dieses Ungleichgewicht. Und das kommt, weil die alten Völker haben das anders gelebt. Für die alten Völker hat das Spendenmodell funktioniert, weil die Anerkennung, ja, von diesen Priestern, die Anerkennung von den Eingeweihten, von den Schamanen, von den Menschen, die einfach viel, viel wussten und geheilt haben, war sehr, sehr hoch. Was wir heute haben in unserer westlichen Gesellschaft, ist es nicht mehr so. Und das lässt dieses, genau das Gegenteil. Und das lässt dieses Modell nicht mehr leben. Ja? Und das macht den großen Unterschied und fordert uns eben auch auf, zu allem zu stehen und selbst erstmal diese Werthaltigkeit zu spüren. Alicia hat es vorhin schön gesagt, gab nur zwei Wege. Ja? Entweder ich bin nicht gut genug oder ich muss etwas ändern. Und sie hat sich für ich muss etwas ändern entschieden.
Spürt ihr das? Oder wer ist ja schon dort finanziell auch, wo er sagt, da möchte er hin? Und ich weiß, finanziell sage ich nur, um eine messbare Größe zu haben. Ja, Geld ist nichts anderes als Energie. Es ist eine Form von Wertschätzung. Früher hat man die kostbarsten Sachen geschenkt bekommen als Ausgleich für diese heilerische Tätigkeit. Ja? Heute ist es nicht mehr so. Wir tauschen uns nicht mehr Sachen, sondern wir benutzen das Geld. Und genau, letztendlich hatten die ja auch ihre Bezahlmittel. Es war nur kein Papier, es waren Kakaobohnen oder Obsidiane oder andere Kristalle, aber die hatten ja auch, ich meine, letztendlich ist Geld ja ein Tauschmittel. Es ist halt jetzt, heute ist es nur Papier, wie gesagt, früher war es dann Gold, Silber, Edelsteine und so weiter, aber die haben das, das stimmt, was du sagst, die Spiritualität, die war einfach, in allen Urvölkern war das die obere Gesellschaftsschicht. Warum? Weil sie natürlich für das Volk waren, sie haben das Volk unterstützt, sie haben immer für das Wohl des Volkes entschieden, zumindest versucht, das war ja auch immer der Sinn der Sache, dass die Gemeinschaft das Wichtigste ist und genau dafür wurden ja die Priester, waren ja die Priester zuständig, dass das immer eingehalten werden konnte. Ja, ja, ja. Genau, ich habe auch noch eine spannende Geschichte. Wenn wir auf die Entwicklung dieser weiblichen, ja, Macht zurückgucken in den letzten 100 Jahren, da gab es nur einmal einen Aufstieg und das war, als die Pestzeit war in dem Gebiet, ja, wo wir heute sagen würden, das ist Mitteleuropa. Und die Pest hat damals sehr viele Opfer gefordert. Und was die Frauen gemacht haben, war, dass sie angefangen haben, Bier zu brauen. Und es gab dann diesen Verkauf, ja, und es war zum ersten Mal, dass Frauen selbst Geld verdienen konnten. Und warum haben das die Frauen gemacht? Weil die Männer nicht dazu in der Lage waren. Viele waren gestorben. Die Frauen waren die Hüter der Rezepte. Sie wussten, wie das funktioniert. Und sie sind auf den Markt gegangen. Und damit sie gesehen werden konnten, hatten sie diese großen, schwarzen Spitzhüte auf. Das hat dem Bierverkauf gedient. Und das war zum ersten Mal, ja, dass die Frau unabhängig wurde und auch finanziell Einkommen generiert hat. Das war dann lange wieder in Vergessenheit, ja, erst im 1920 und so weiter, ne, gab es wieder einen weiteren Aufschwung mit der Gleichberechtigung. Ja, erst in den 40er, 50er Jahren wurden Gesetze angepasst und so weiter. Und das macht es spannend, weil wir befinden uns jetzt hier 2020 in einer Zeit, wo wir uns noch viel mehr in unsere Macht begeben können und müssen. Wir sind geradezu aufgerufen, das weiterhin zu machen. Und du hast es gesagt am Anfang, Alicia. Es ist ganz wichtig für dieses Zeitalter. Ne? Genau, wir müssen. Und wir haben uns tatsächlich, es ist so, in früheren Leben ist Machtmissbrauch gewesen. An uns selbst, an anderen. Wir haben viele unterschiedliche Leben gelebt. Da ist das passiert und deswegen haben wir immer noch solche Angst. Wir haben Angst, dass unsere Macht missbraucht wird oder dass wir andere Menschen missbrauchen könnten. Und es ist tatsächlich so, dass wir mehr Angst vor unserer eigenen Kraft haben als vor dem Tod. Und hier hat es, glaube ich, schon jemand geschrieben, als Hexe bezeichnet. Ich glaube natürlich ganz sicher, wir sind nicht nur in diesem Leben Therapeuten, Coaches, Heiler, Priester und so weiter. Wir waren das auch schon in früheren Leben. Und es ist uns in früheren Leben passiert, dass wir dafür nicht nur bezeichnet wurden, dass wir verfolgt worden sind, dass wir verbrannt worden sind sogar. Und diese Angst, die steckt noch in unseren Körperzellen drin. Deswegen haben wir Angst, unsere Kraft voll und ganz zu leben. Für mich bedeutet es tatsächlich die Bestimmung leben, dass wir sie voll und ganz leben und nicht hier hier hat es jemand geschrieben, wenn ich Aufträge habe, kann ich bescheiden davon leben. Das ist nicht vorbestimmt für uns, weil es ist schon wirklich vorbestimmt, dass wir in Fülle leben, dass wir in Gesundheit leben, weil du musst dir das mal überlegen. Eine meiner besten Freundinnen, die ist Heilerin seit 30 Jahren und die ist auch noch eine richtig gute Heilerin. Also die ist nicht einfach nur so eine Lala-Heilerin, die macht das richtig, richtig gut. Aber
So, sie hat noch einen Nebenjob. Das heißt, eigentlich ist das ihr Hauptjob und der Heilerjob ist ihr Nebenjob. Sie arbeitet 3/4 in diesem anderen Job und lebt davon, aber auch trotzdem nur bescheiden und macht nebenbei ihre Heiltätigkeit. Es ist dann aber oft so, dass sie dann sagt, oh, ich musste heute meine Session absagen. Der Job war heute so anstrengend, ich kann nicht mehr. Nee, diese Woche kann ich keine Heilsession mehr geben, ich musste heute schon wieder eine Frau absagen. Nee, zu anstrengend. Ja, werden wir so wirklich die Welt verändern? Da können wir doch unsere Kraft, auf diese Art und Weise können wir unsere Kraft nicht leben. Und es ist kein Wunder, dass sie von diesem normalen Job so kraftgezehrt ist, so energielos ist. Warum passiert das? Weil es ist ja nicht ihre Bestimmung. Und unser höheres Selbst möchte uns ja immer auf den Weg unserer Bestimmung bringen. Weil dafür sind wir ja hier. Wir sind hierher gekommen, um dazu beizutragen, dass die Welt eine andere wird, dass die Welt zu einem besseren Ort wird. Das heißt, unser höheres Selbst hat diesen Auftrag ja parat und möchte, dass dieser Auftrag wirklich umgesetzt wird. Und dann ist da aber das Ego, was sagt, nee, aber ich kann doch nicht. Nee, ich muss doch aus Sicherheit noch in diesem alten Job bleiben. Nee, ich darf doch nicht. Und ich kann doch nicht für meine Heilarbeit Geld nehmen, weil ich habe ja meine Gabe von Gott bekommen. Ja, da kann ich nur zu sagen, auch der Bäcker und der Architekt und der Arzt, die haben auch ihre Gabe von Gott bekommen. Und da findet es aber jeder normal, dass sie Geld verdienen. Der Geschäftsführer hat auch die Gabe von Gott bekommen, Menschen zu führen. Wie, für den ist es völlig okay, dass er 10, 20, 50.000 Euro im Monat verdient. Da sagt keiner was. Wie, und wir Heiler, die doch unglaublich zu einer besseren Welt beitragen könnten, machen sich da immer noch klein. Und jetzt überlege mal, jetzt gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Warum ist das so? Für mich ist das eine Riesenmanipulation, die spirituellen Menschen klein zu halten. Warum? Weil ja klar ist, dass genau diese Menschen die Welt verändern. Okay, also halten wir die mal schön klein, damit sie das nicht tun. So, aber wer kann es auflösen? Wir. Wir können das auflösen, indem wir wirklich diese Kleinhaltungsmechanismen erkennen, dass sie uns bewusst werden, dass wir sie wirklich ablegen und wirklich unsere volle Größe entfalten. Na, und das sind die wichtigen Schritte, dass wir das wirklich tun. Und für mich gehört wirklich dazu, dass wir 6- oder 7-stellig verdienen oder meinetwegen auch 8-stellig, egal. Aber wir sollten wirklich viel verdienen und nicht, weil Geld schlecht ist. Warum? Das ist doch nur Papier. Das ist doch gar nicht. Das liegt an dir. Was machst du mit dem Geld? Na, guck mal, ich habe so eine große Reichweite. Ich habe innerhalb von einer Woche eine Spendenfeuerzeremonie letzten Monat organisiert und 50.000 Euro gesammelt für Guatemala, weil die wirklich da gerade schwere Zeiten haben mit dem Covid. Und das ist aber nur möglich, wenn du da stehst, wo du stehen solltest. Wenn du deine Größe annimmst, erst dann kannst du wahrhaftig anderen Menschen dienen. Voll und ganz. Und du brauchst das Geld. Und du kannst mit dem Geld machen, was du willst. Aber du brauchst erstmal das Geld, dass du überhaupt den Raum hast, dich voll und ganz auf deine Heiltätigkeit einzulassen. Ne, wenn du, wie gesagt, noch einen anderen Job machen musst oder gerade mal so ums Überleben kämpfen musst, dann hast du doch gar nicht die Energie, um voll und ganz den Menschen zu dienen oder den Tieren oder der Erde. Du kannst es aber nicht voll und ganz. Und es ist dann deine Entscheidung. Ich finde, du hast es auch verdient, dir ein schönes Haus zu kaufen, weil dann hast du eine gute Energie, weil es dir gut geht. Und das wird oft mit Egoismus verwechselt, ist wieder eine Manipulationstechnik. Ne? Nee, dann bist du doch egoistisch. Nee, du bist nicht egoistisch. Du musst dich an erste Stelle setzen. Warum? Denn nur wenn es dir wirklich, wirklich gut geht, kannst du, wie gesagt, anderen dienen. Ich sage das auch immer zu Frauen. Ich bin ja Mutter von 7 Kindern. Ich kann nur dann eine gute Mutter sein, wenn es mir selber gut geht. Wenn ich die ganze Zeit Energie ausgelaugt bin und kaputt bin und eigentlich gar nicht mehr kann, was passiert denn dann? Dann meckere ich doch andauernd meine Kinder nur an. Wenn es mir aber gut geht, wenn ich erfüllt bin, dann kann ich eine gute Mama sein. Das heißt, sorg dafür, dass es dir gut geht. Als Heilerin, als Coach, als Therapeutin, sorg dafür, dass es dir gut geht und du wirst sehen, dann kannst du wahrhaftig der Welt dienen. Und wenn du mehr Geld verdienst, als du brauchst,
kannst du damit gute Sachen machen. Du kannst eine Stiftung aufmachen. Du kannst Menschen helfen, die in Not sind, und Menschen oder Tiere unterstützen. Ne? Also das sind alte Muster, alte Manipulationsmuster, die wir jetzt durchbrechen sollten. Das ist so, so wahr. Also wenn ich werde mittlerweile super, super ehrlich, wenn ich Leute sagen höre, ich brauche nicht viel. Ja? Dann sage ich, das ist ja schön für dich, dass du nicht viel brauchst, aber wenn du diese Gabe hast, dass du anderen dienen kannst, dann ist es deine verdammte ethische Pflicht, viel zu verdienen. Und dann sind sie ganz irritiert und sagen so, ja, aber warum? Ich brauche kein dickes Auto und ich brauche kein noch größeres Haus und so weiter. Ich bin zufrieden, wenn ich ein bisschen reise. Sage ich, das geht auch gar nicht um dich. Ja? Weil wenn du sagst, ich brauche nicht viel, ist es einfach nur egoistisch. Du denkst, Selbstlosigkeit wäre was Tolles. Selbstlosigkeit ist egoistisch. Ja, und sehe ich genauso. Und das müssen wir erkennen. Ja? Und ihr seht, wir sagen das und wir müssen drüber schmunzeln, weil auch wir haben diese Muster bei uns erkannt, durchbrochen und teachen sie jetzt anderen. Ja? Genau. Ich war wirklich mal an diesem Punkt, als ich eingeweiht worden bin um diese Zeit, das gehörte natürlich, heute weiß ich, das gehörte alles zu meinem Weg, aber ich war wirklich mal komplett pleite. Also ich hatte nichts mehr, nicht mal mehr ein Bankkonto, genau wie die Maya, die haben auch oft kein Bankkonto. Und was ist passiert? Ich fühlte mich permanent energielos. Ich war auch krank. Ne? Und ich konnte nicht meinen Auftrag erfüllen. Es war einfach gar nicht möglich, weil ich nur ums Überleben kämpfte. Ne? Aber diese Situation, die hat mich zum Umdenken gebracht, mich wirklich mal zu fragen, krass, ich stecke ja voll in der Opferrolle drin. Was mache ich damit? Diese Energie gebe ich auch weiter. Will ich das? Nein, ich bin doch hier, um die Welt zu verändern. Und das hat wirklich diesen Switch bei mir veranlasst, wo ich dann gedacht habe, nein, ich muss jetzt wieder meine Schöpferkraft aktivieren. Ich muss jetzt wieder herausfinden, wer ich bin. Ich muss da wieder hinkommen, dass ich wirklich den Menschen dienen kann. Und dann habe ich Schritt für Schritt rausgefunden, was brauche ich denn genau dafür, um meinen Auftrag zu erfüllen. Ja, und was ich so faszinierend finde, nach 15 Jahren Arbeit, ja, in der Psychologie als Psychologin, die besten Entwicklungsschritte und das massivste Wachstum findet by the way statt, also nebenbei, wenn du zum Beispiel ein Business aufbaust, wenn du dein Business skalieren willst, wenn du dein Business wachsen lassen willst, dann kommst du unweigerlich an all diese Blockaden, ja, Machtmissbrauch, alten Muster ran. Du kommst an diesen Punkt, wo du denkst, bin ich gut genug? Ja? Und vielleicht nicht nur einmal, vielleicht 50 Mal, vielleicht 100 Mal. Ja? Und du musst große Sprünge machen. Ja? Diese softe Variante, die ist out, Leute. Mit, ich habe hier meinen Job, ja, und dann mache ich nebenbei ein bisschen was. Vergiss es, das zieht deine Energie ab. Das gehört zum alten System. Wenn du die Gabe hast, dann musst du dich daran erinnern und durch die Decke gehen. Ja? Weil wir haben keine Zeit mehr, uns mit Ego-Spielchen von uns, ja, zurückhalten zu lassen. Ja, das haben wir ja Tausende gemacht. Wir müssen in die Kraft kommen. Wir müssen diesen Machtmissbrauch anders deuten. Es war vieles notwendig, wie Alicia eben schon gesagt hat, um diese Initialisierung zu durchlaufen. Auch das Vergessen ist teilweise notwendig, um uns wieder erinnern zu können. Ja? Also es ist noch nichts verloren, aber wir dürfen auch nicht die Zeit vertrödeln. Nee, dürfen wir nicht. Viele Menschen haben jetzt so eine Angst, was passiert, was wird passieren. Werden wir bald die Impfpflicht kriegen? Ja, also wenn du davor Angst hast, dann würde ich dir raten, dann fang jetzt endlich an, deine Bestimmung zu leben. Weil wir sind wirklich die, die die Welt verändern. Und Menschen, die in ihrer Kraft stehen, die kann man nicht klein halten. Da wird gar nicht versucht, die klein zu halten, weil das spürt man schon an ihrer Energie und Kraft. Versuch es gar nicht erst mit diesen Menschen. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, was ich glaube, dass die Welt unser Spiegel ist, ne, dann zeigt uns die Welt ja genau das. Unfreiheit. Unfreiheit, Manipulation von Seiten der Medien, Regierungen. Also schau bei dir, wo manipulierst du dich noch?
Wo hältst du dich selber noch klein? Und durchschaue das in dir, verändere das in dir und dann wird sich die Welt verändern, für dich, aber auch für alle. Ne? Dann wirst du wirklich deine Kraft wieder leben können, dann wirst du diese innere Freiheit leben und dann wird auch die äußere Freiheit zwangsläufig kommen. Also das ist wirklich unglaublich wichtig. Ich sehe es auch so, wir haben keine Zeit mehr, ne? Und wir haben jetzt aber auch diese Unterstützung, wir haben ja schon die neue Energie. Ne? Und es ist so, es ist immer deine Entscheidung. Und ich kann es dir nur sagen, wenn du dich wehrst, ich habe es versucht, dann werden wir leiden. Das ist, ich bezeichne das immer gerne so wie in der Geburt. Wenn wir uns bei der Geburt wehren, wenn wir so eine große Angst haben vom Schmerz, dann haben wir wirklich ganz lange, schmerzhafte Geburten. Aber wenn wir mit der Kraft gehen, wenn wir uns nicht wehren, wenn wir unserem Körper vertrauen, dann können wir ganz schnell und sogar ohne Schmerzen gebären. Ist nicht möglich? Doch. Ich habe es erlebt und ich glaube, du auch, Stefanie, oder? Ich auch. Genau. Auf jeden Fall. Du musst, wie Alicia sagt, ja, du musst diese Wellen zulassen. Und das ist nur symbolisch. Ja? Mhm. Auch das Leben gibt dir diese Wellen. Und wenn du dich, wie ich vorhin gesagt habe, ja, auf die Hinterbeine stellst und das versuchst auszubremsen, dann tut es richtig weh. Ja. Wenn du es zulässt, ja, dass diese Wellen durch dich durchgehen, ja, dann ist alles schmerzfrei, es geht rüber und es wird etwas Wunderbares geboren. Und wir haben heute, um nochmal auf die langen Spitzhüte des Mittelalters zurückzukommen, man hatte Angst dann vor diesen Frauen, die so mächtig waren. Deswegen hat man angefangen und hat sie verfolgt und wollte das nicht. Ja? Das war die Angst der Männlichkeit vor dieser Größe, vor dieser Macht. Und wir sind heute zum ersten Mal in der Lage, durch das Internet und durch solche Marketingmethoden, wie zum Beispiel Online-Kongresse, wie zum Beispiel dieses Format, diese Teachings, Webinare, die man jetzt nicht mehr Webinare nennen kann, sondern Online-Trainings, aufgerufen, noch mehr Menschen zu inspirieren und zu informieren. Und ich habe, neulich war das, ne, auf deinem Kongress gesprochen, Und wir haben noch nach dem Kongressinterview eine Stunde zusammen uns ausgetauscht mit nur einer Frage, was können wir machen? Und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, wenn jeder von uns nur eine Person, ja, noch informiert, dann sind wir schon doppelt so viele. Und überlegt mal, ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, oh, da ist die Impfung, da werden die Grenzen vielleicht zugemacht, wenn jemand nicht immun ist und immun gibt es so gut wie nicht, also muss jeder geimpft werden. Dann stellt euch vor, wie mächtig wir sind. Diese Welt wird regiert von vielleicht 18 Personen sein, die wirkliche Drahtzieher sind. Ja? Und wir sind, wie viel sind wir jetzt? Ich glaube, 8 Billionen Menschen, ja, ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall. Ja, ich glaube. Viel, viel mehr, ja. Und wenn wir, ich denke da immer dran, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, ja, wenn wir das machen. Stell dir vor, es ist Maskenpflicht und keiner trägt eine Maske. Ja. Stell dir vor, ja, es ist Impfpflicht und keiner lässt sich impfen. Das ist die Lösung, Leute. Ja, jeder möchte irgendwie den ultimativen Ausstieg planen und eine ganz tolle Idee und was ultra cleveres hören. Nein, ja, es gibt nur diesen einen Weg, dass wir in unsere Macht kommen, dass wir bewusste Entscheidungen treffen und dass wir diese Kriegerinnenrolle auch übernehmen, ja, die notwendig ist. Dass du das nochmal ansprichst mit der Kriegerin, weil das ist ja auch diese unterdrückte Weiblichkeit. Was stellst du dir unter Weiblichkeit vor? Was hast du von deiner Mutter gelernt über Weiblichkeit? Ne? Wir haben mehr so diese Mutterrolle kennengelernt. Ne? Also meine Mutter zum Beispiel war noch zu Hause mit uns 3 Kindern. Sie hat gar nicht gearbeitet. Also sie war wirklich auch diese hingebungsvolle Mutter.
Okay, das ist ein Aspekt der Frau. Definitiv, den haben wir. Wir haben diesen mütterlichen Aspekt in uns. Wir möchten gerne uns kümmern. Wir möchten unsere Kinder empfangen, gebären. Diesen Gebäraspekt haben wir natürlich auch. Also nicht nur unsere Kinder zu gebären, sondern auch unsere Visionen zu gebären. Das ist natürlich schon ein Aspekt der Mütterlichkeit, den man uns nicht beigebracht hat. Ne? Aber dann haben wir noch ganz viele andere Aspekte. Nämlich, wie Stefanie gerade gesagt hat, wir sind auch die Kriegerin. Wir sind die Weise, wir sind die wilde Frau. Und ich beschreibe das immer ganz gerne so. Schau dich mal in der Natur um. Was siehst du in der Natur? Die Natur ist nicht immer gleich. Ne? Die Natur verändert sich. Sie verändert sich mit den Jahreszeiten. Ne? Unglaublich, wenn du diese Veränderung betrachtest, dieses Blühende, dann schwebt alles wieder. Manchmal kommt ein Sturm, manchmal kommt der Schnee. Also die Natur ist auch sehr wild. Ich lebe hier in Mexiko. Hier ist es wirklich so, habe ich gerade letzte Woche erlebt, strahlender Sonnenschein, innerhalb von 5 Minuten ziehen Wolken auf. Es kommt ein riesen starker tropischer Regenguss. Und dann... Der hat auch nur 10 Minuten gedauert und plötzlich war wieder strahlender Sonnenschein. Das ist die Natur, diese Kraft, diese unglaubliche Kraft von Wind, von Wasser, diese stürmische Kraft. Ne? Oder Mama Erde lässt auch mal eben einen Vulkan ausbrechen. Ne? Also die ist nicht immer sanft und lieb. Wild, die hat ganz viele verschiedene Aspekte. Wir sind aber Töchter von Mutter Erde und diese Aspekte sind auch in uns. Und die hat man uns nicht beigebracht. Na, und diese Kriegerin ist ganz wichtig. Die Kriegerin bedeutet nicht, dass wir jetzt auf Menschen drauf losgehen und hier die Wild bombardieren oder mit unserem Schwert schlagen. Nein, die Kriegerin, die ist bei den Maya symbolisiert durch das Obsidian-Schwert. Ich gucke mal, ob ich hier gerade eins finde. Ups, hier habe ich eins. Nur ein kleines. Ich weiß gerade nicht, wo mein großes ist. So, das ist das Obsidian-Schwert. Das heißt, es steht für die Klarheit. Und für die Wahrheit, für die Authentizität, für deine Authentizität. Das heißt, das bedeutet, du weißt genau, wer du bist und du stehst dafür ein. Mit deiner Klarheit und mit deiner Wahrheit. Und das ist die Kriegerinnenkraft. Und das brauchen wir jetzt tatsächlich. Wir müssen genau wissen, was will ich, wer bin ich und ich stehe dafür ein. So, hier sind meine Grenzen. Ne? Und das ist ein unglaublich wichtiger Aspekt. Und darum geht es ja auch, dass wir dieses Weibliche wieder fühlen, jeden Teil dieser Weiblichkeit in uns und nicht nur den einen. Na, es geht wirklich wieder um diese komplette Einheit, um diese Ganzheit, um die in jeden Aspekt unseres Lebens zu bringen. In unsere Beziehung. Gilt übrigens auch für Männer. Ja? Genau, für Männer gilt das auch, auf jeden Fall. Männer haben auch weibliche Energien, männliche Energien. Die haben auch eine sanfte Seite und auch eine wilde Seite. Das geht wirklich für alle. Ja, und diese Ganzheit, die wir sind, die sollten wir auch in unser Business bringen. Ne? Ja, ja, ja. Genau. Also ich sehe, also ihr seht nicht alle Kommentare, weil wir haben auch hier Menschen, die nur an uns, das ist so eine Voreinstellung von Zoom, nur an uns schreiben. Und hier wird gefragt, ja, wie kann man denn nun in diese Fülle kommen? Ja? Alicia hat ja eine geniale Art, ja, genau Menschen dabei zu unterstützen, von 0 auf 100 mit ihrem Wissen rauszugehen. Und das ist deine Kongressarbeit, Alicia. Ja. Und das ist genau etwas, was ich als die Königsdisziplin des Lead Magnets beschreibe. Also für die, die nicht wissen, was ein Lead Magnet ist, ist im Grunde genommen ein Magnet für Kontakte. Ja. Im Deutschen würde man nie sagen Kontaktmagnet, hört sich ein bisschen umständlich an, deswegen sprechen alle von Lead Magnet. Das ist im Grunde genommen ein kostenfreies Material, welches du rausgibst und welches deine Menschen informiert. Und das kann ein Webinar sein, das kann ein kleines E-Book sein, das kann eine Challenge sein. Oder die Königsdisziplin von einem Lead Magnet ist zum Beispiel ein Kongress. Ich habe selber 4 Kongresse gemacht. Ich habe auf über 160 Kongressen gesprochen in den letzten 5 Jahren. Ja, genau. Ich habe gezählt. Und das ist so mächtig. Ich kann euch sagen, egal wo ihr steht, ob ihr selber Kongresse veranstaltet, ob ihr mitwirkt als Speaker, ob ihr Teilnehmer eines Kongresses seid, das ist ein super mächtiges Tool.
Warum soll das eine Win-Win-Situation sein? Ja? Viele denken, oh nee, ich möchte keinen Kongress veranstalten, weil dann müsste ich ja die Leute fragen. Und wie ist es mit der Bezahlung? Haltet euch fest. Ja? Die meisten Experten sprechen kostenfrei. Aber warum machen sie das? Das ist, damit sie auch was davon haben. Nämlich ein Kongress teilt natürlich immer das Wissen unter vielen, wenn er gut läuft, Tausenden Teilnehmern. Ja? Und der Experte bekommt somit auch einen Push, eine Promotion und das nur, dass er eine Stunde, 40 Minuten seine Weisheiten kundgeben darf. Ja? Also für Experten, deswegen habe ich auch auf so vielen gesprochen, ist es eine geniale Möglichkeit. Experten werden gern gefragt, ja, ob sie sprechen. Und sie mögen es und sagen in den meisten Fällen ja. Ja. Du hast natürlich auch große Experten, die manchmal Nein sagen. Ja. Aber das gehört mit dazu. Genauso wie du nicht jeden als Klienten gewinnen kannst. Das gehört auch mit dazu. Nicht jeder kann auch dein Liebespartner sein. Auch das gehört mit dazu. Ja. Das ist ganz natürlich. Und für den Teilnehmer ist das ein super mega Gewinn, weil du hast innerhalb von ein paar Tagen, vielleicht 10 Tage, 2 Wochen, je nachdem wie lang der Kongress geht, eine immense Flut an Expertenwissen, das so nirgendwo, wirklich nirgendwo in einem Buch zu finden ist. Und das macht diese Kongresse so genial. Und für den Kongressveranstalter ist es nicht nur, dass er Kongresspakete verkaufen kann und ein Stück weit das amortisiert, sondern danach geht es erst richtig los mit seinem Business. Das heißt, sein Expertenstatus steigt und er lernt selber so viel dazu, weil das ist quasi auch wie ein Coaching, welches du bekommst, wenn du Experten anfragst, die größer sind, ja, erfahrener als du und Koryphäen sind. Und du stellst deine Fragen und bekommst Antworten. Das ist gigantisch. Und ihr merkt schon, wie fasziniert ich von diesem Kongressmodell bin. Und das nicht nur, weil wir jetzt sagen wollen, wow, Alicia hat eine tolle Kongressausbildung, sondern das kommt wirklich vom Herzen. Ja, ich liebe Kongresse. Es kommt vom Herzen. Ich habe tatsächlich, bei mir kam es von Mutter Erde. Ich habe echt die Vision gekriegt von Mutter Erde. 2016, du musst einen Kongress machen über die weibliche Kraft. Und ich so, okay, klar, vergiss es. Erstmal Widerstand, wovon wir eben gesprochen haben. Nee, kann ich nicht. Ich kenne mich nie mit der Technik aus. Ich kann dies nicht, ich kann das nicht. Nee, will ich nicht. Ich war selber damals schon mal Sprecherin gewesen in einem Kongress von Anne Sono. Und wusste ungefähr, was ein Kongress ist. Aber das schien mir echt eine Riesennummer, schon allein dieses Wort Kongress. Das hört sich so riesig an. Ne? Und dann habe ich das erstmal abgelehnt. Und ich kenne das schon. Bei mir ist es dann immer so, wenn das echt eine richtig starke Vision ist, dann kommt die immer wieder und immer wieder. Die gibt keine Ruhe. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn du willst, dass ich einen Kongress mache über die weibliche Kraft, dann brauche ich eine Partnerin, weil alleine mache ich es auf keinen Fall. Und ich brauche eine Webmasterin. Ne? Und dann ist das wirklich so passiert. Ich habe das damals mit einer Freundin zusammen gemacht. Wir haben gemeinsam, wir haben uns die Interviews aufgeteilt. Konstantin ist in mein Leben gekommen, der bis heute mein Geschäftspartner ist, der die ganze Technik und alles drumherum gemacht hat. Und ich hatte keinen Plan. Ich wusste nicht, was passiert. Also ich habe das nicht als Instrument irgendwie ausgewählt, um mein Business bekannter zu machen. Bei mir war das echt, ich muss dieser Vision folgen. Und dann ist was ganz Krasses passiert. Dann haben wir mit dem ersten Kongress 5.000 Menschen, Frauen erreicht. Und wir haben 20.000 Euro Nettoeinnahmen verdient. Einfach so. Also abzüglich aller Kosten hatten wir noch 20.000 Euro über. Und ich habe gedacht, krass, was ist das denn? Also überhaupt nicht damit gerechnet. Vorher kamen auch ganz viele Menschen zu mir und haben gesagt, hey, ich kenne einen, die hat auch einen Kongress gemacht. Die haben 0 Kongresspakete verkauft oder 5 Kongresspakete. Und ich glaube, wir haben über 400 Kongresspakete verkauft. Und das war gigantisch. Und dann war plötzlich wieder diese Vision in mir, die mir meine Lehrerin damals gesagt hat, Alicia, du musst das alte Wissen zurückbringen nach Europa. Und dann haben wir mittlerweile, wir arbeiten gerade an unserem 11. Kongress und haben auch über 30 Online-Seminare aufgebaut. Und es war einfach so gigantisch, also wir haben dann im ersten Jahr, sage ich mal unfreiwillig,
schon 100.000 Euro Nettoeinnahmen gehabt. Also wirklich unfreiwillig, ich habe es nicht geplant. Genau. Schön. Und dann habe ich gemerkt, wow, das ist genial, um viele Menschen zu erreichen. Ich bin damit ganz klar auch durch meine Glaubenssätze gegangen. Ich habe es eben mal erwähnt, ich war auch eine von diesen Frauen, die gedacht hat, bevor ich wirklich viele Menschen erreichen darf, muss ich alle meine Glaubenssätze gelöst haben. Also quasi, ich muss erleuchtet sein und habe auch viel gemacht, viel meditiert, aber habe gemerkt, da sind diese tiefen Glaubenssätze sind immer noch da. Und ich habe dann gemerkt, dadurch, dass ich ins Tun komme, Tun ist ja wieder dieses Fließen. Du lässt deine Kraft fließen. Ich bin ins Tun gekommen. Wir haben damals 44 Sprecherinnen interviewt, Stefanie war auch dabei, und haben gemerkt, wow, ich komme ins Fließen. Okay, es zeigen sich Glaubensmuster, kann ich mich zeigen. Von meinem ersten Interview, ich sage so, ich habe mir in die Hose gemacht, das war Christina Salopek. Ich habe gedacht, oh Gott, die steht ja schon da irgendwo. Oh nein, ich kann das nicht. Hoffentlich kommt sie nicht zum Interview, so ungefähr. Und habe dann gemerkt, nee, die sind alle toll, die sind alle nett. Ich habe immer was, ich glaube, es gab kein Interview, wo ich nichts mitgenommen habe. Ich habe überall was mitgenommen, überall was gelernt oder mein Wissen bestätigt gesehen. Es war immer wunderbar, man spricht ja auch davor und danach. Und wir haben so viele Menschen verändert. Ihr glaubt nicht, was wir für E-Mails bekommen haben in diesen 11 oder 10 Kongressen, wo Menschen immer wieder geschrieben haben, ihr habt mein Leben verändert. Eine E-Mail war mal, ich musste erst 72 Jahre alt werden, um das zu erfahren. Ihr habt mein Leben verändert. Und dann weißt du, wozu du es machst. Dann fließt es erst richtig in Form von Tränen. Und dann merkst du, warum du das tust. Und wie gesagt, ich bin dadurch ja auch zur gesehenen Expertin geworden. Na, plötzlich bin ich bekannt geworden. Die Menschen haben mich gesehen. Ich bin selber auch in vielen Kongressen Sprecherin. Zwar noch nicht in 160, aber in 50 Kongressen war ich Sprecherin. Und danach haben wir natürlich unser System entwickelt und sind irgendwann an diesen Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, worum geht es uns wirklich? Mir geht es jetzt nicht mehr nur darum, das alte Wissen nach Europa zu bringen. Mir geht es darum, dass die Menschen in ihre Gaben kommen und diese Gaben in die Welt bringen. Denn ich glaube, so, weißt du, wenn ich 20, 30, 40, 50, 100.000 Menschen haben wir bereits erreicht, okay, das ist eine Sache. Aber jetzt stell dir mal vor, auch du erreichst 100.000 Menschen. Und jeder von uns tut das. Wie viele Menschen erreichen wir dann? Wie schnell können wir dann die Welt verändern? Und wir sehen heute im Fernsehen, manipulieren sie uns sehr stark, besonders in den Nachrichten. Deswegen müssen wir eine Alternative schaffen. Stefanie hat letztens zu mir gesagt, wir müssen genauso vorgehen wie die. Ne? Also strategisch. Das heißt, stellt euch vor, ihr würdet alle rausgehen. Es muss auch kein Kongress sein. Vielleicht machst du deinen eigenen YouTube-Kanal. Vielleicht machst du einen Podcast. Oder fängst mal an, Blog zu schreiben. Zeig dich. Zeig dich. Erreicht tausende Menschen. Erreicht 10.000, 100.000 Menschen. Meine Güte, das wird wie ein Lauffeuer um die Welt gehen. Und dann hätten wir wirklich sehr schnell die Welt verändert. Und das ist so meine Vision, die dahinter steht, Frauen zu begleiten in ihrer Vision. Ich sehe mich da wirklich als Geburtshelferin, denn für mich ist so ein Kongress auch wirklich wie so eine Geburt. Du gebärst dich in deine Kraft dadurch, weil, wie gesagt, die Glaubensmuster kamen hoch, die Glaubensmuster, die vorher sich noch nicht gelöst hatten, die zeigen sich dann auch. Bist du wirklich bereit, vor so vielen tausend Leuten sichtbar zu sein? Aber du tust es, du gehst da durch und du hast dann dein Geschenk, du hast dich geboren, du hast den Kongress in die Welt geboren und du hast dich dadurch verändert und aber auch Tausende oder Zehntausende von Menschen. Und deshalb ist einfach so ein Kongress für mich ein Werkzeug der neuen Zeit, was uns wirklich geschenkt wurde, um das Neue hierher zu bringen. Ja. Genau, also wir haben jetzt gerade die Hälfte, ja, des Jahres hinter uns gelassen und die nächste Hälfte, ja, hat gerade angefangen. Und was du machen kannst, ist zu gucken, wo stehst du, ja, auf deiner Skala von deiner Vision. Wie stark lebst du deinen Auftrag, deine Gabe? Wie stark lässt du dich noch zurückhalten von den alten Beschränkungen? Mag es Glaubenssätze, ja, wie man das auch immer bezeichnet. Ich gehe noch einen Schritt tiefer und sage,
Das sind nicht nur Glaubenssätze, sondern das sind engmaschige Verstrickungen, teilweise von körperlichen Verspannungen, von Schmerzen, von bestimmten Haltungsdeformationen, ja, und hormonellen Zusammenspielen, weil unser Körper ist hormonell abhängig von diesen nicht gut genug fühlen, ja, von diesen sich schlecht fühlen, von diesem traurig sein, von dieser Schwere. Das heißt, wir haben einen bestimmten Hormoncocktail und wir sind gewöhnt, so zu fühlen. Und das ist ja evolutionsbiologisch auch leicht zu erklären. Wenn wir total high und fly wären, dann würden wir den Tiger nicht sehen, der um die Ecke kommt. Ja? Und deswegen braucht es ja eine gewisse Schwere, um nicht abzuheben. Ja? Es braucht dieses Vergessen, um hier leben zu können. Aber es braucht auch das Erwachen, damit wir in unsere Göttlichkeit kommen, in diese Größe, die Schöpfermacht annehmen. Und hier etwas verändern. Wir können nicht darauf warten, dass die Politik irgendwelche Entscheidungen trifft. Ja. Wir können nicht darauf warten, dass sich bestimmte machtvolle Menschen besinnen und darauf kommen könnten, es ist saugefährlich, ja, diese Impfkampagnen durchzuziehen. Ich will gar nicht verschwörungstheoretisch werden. Ja. Vielleicht sagen manche, ist das ja die Absicht, dass man Menschen schadet. Das will ich gar nicht sagen. Ich gehe erstmal davon aus, dass wir alle Humanisten sind, ja, und jeder möchte das Beste. Lebt sich übrigens viel, viel einfacher, wenn wir diese humanistische Sichtweise haben, ja. Und wichtig ist, dass wir loslegen. Es gibt nur einen, der verantwortlich ist, und das ist jeder Einzelne. Jeder Einzelne. Und was kannst du jetzt konkret machen? Es gibt geniale Experten auf dem deutschsprachigen Markt, ja. Fakt ist, wenn du diesen Erwachensprozess, diesen Rausgehensprozess immer noch nicht so gemacht hast, dass du mindestens bei einer 8, 9 oder 10 bist, dann ist jetzt die Zeit. Ja? Alicia hat eine geniale Kongressausbildung. Wenn das dein Weg ist, wir können auch gleich hier den Link nochmal posten. Alicia, hast du ihn? Ja? Ich? Dann schau dir das an. Ja? Das ist alles nochmal beschrieben. Ich kenne persönlich viele Leute, die durch diese Kongressausbildung gegangen sind und schwer begeistert sind und erfolgreich ihre Kongresse gelauncht haben und gigantisch gewachsen sind. Monetär, ja, von der Persönlichkeit her und vom Business her. Und wichtig ist, dass du loslegst, ja. Es gibt nichts mehr, worauf du warten könntest. Noch eine Ausbildung zu Ende machen, bis der Herbst kommt, weil dann ist mehr Zeit, bis die Spatzen schöner pfeifen. Vergiss es, ja. Die Zeit ist jetzt, ja. Und wenn es nicht der Kongress ist, dann ist es irgendwas anderes, was du jetzt machen musst. Wichtig ist, du musst etwas machen. Ja, ich weiß nicht, wieso der erste Link so lang ist, also ist der zweite. Ja, genau. Mach was. Fang an. Fang einfach an. Ja, wie gesagt, wenn du schon eine Webseite hast, dann starte mit Blogschreiben oder mach YouTube-Videos oder da kannst du auch schon mal Interviews führen, dich da mal langsam rantasten, überleg dir was. Vielleicht überlegst du dir auch eine ganz neue Methode, um viele Menschen zu erreichen. Na, also ich finde das unglaublich wichtig und wir können uns in diesem Schmerz verlieren. Na, und ich weiß, mich hat es auch schon wütend gemacht zu sehen, was da eigentlich passiert, wie wir versucht werden, klein zu halten. Hat mich auch wütend gemacht. Ich komme da auch an meine Grenzen. Aber kann ich dann wirklich was machen? Weißt, wenn ich in diesem Schmerz bin, wenn ich auch merke, ich habe das einmal gemacht, ich habe einmal diese Maske aufgesetzt und es fühlte sich wirklich an, als ob mir jemand den Mund zuhält. Und da kamen auch von mir Erinnerungen an frühere Leben hoch. Na klar, das kann man auch machen. Gucken, was macht das mit mir? Wie kann ich das erlösen? Aber was mache ich dann? Bleibe ich dann in dieser Energie? Oder was kann ich tun? Und das können wir uns alle fragen. Was kann ich tun, um wirklich die Welt zu verändern? Denn wie ich eben schon sagte, die Welt ist unser Spiegel. Na, das heißt, guck, sind noch kleinhaltende Glaubenssätze in dir? Wo lebst du noch nicht frei? In welchem Bereich deines Lebens? Vielleicht sind das auch nicht alle Bereiche, vielleicht hast du schon Freiheit, aber irgendwo fühlst du dich noch unfrei. Vielleicht bist du noch an einen alten Job gebunden, der dich unglücklich macht. Also schau wirklich bei dir, was dich da noch klein hält. Und dann überleg dir, wie kommst du da raus? Was kannst du dazu beitragen,
um dich zu befreien, um deine Kraft zu befreien, aber auch tatsächlich, um der Menschheit zu dienen. Denn darum geht es ja letztendlich. Wir sind hier, um zu dienen in unterschiedlichen Art und Weisen und vor allem, um unsere Energie auch hier zu teilen, unsere positive Energie, unsere erfüllende Energie, denn wir sind die Fülle, wie Mama Erde auch. Na, also geh da rein, fühl, und wenn du natürlich dich gerufen fühlst, wenn du dich über den Kongress mal informieren möchtest, ob das vielleicht das Richtige für dich sein könnte, schau gerne auf die Webseite, die wir hier gepostet haben, kannst dich bei uns anmelden zu einem persönlichen Gespräch und einfach mal reinschnuppern, ob es für dich das Richtige ist. Ja, sehr gut. Hier kam schon meine große Tochter. Wir sind jetzt auch schon über der Zeit, 10 Minuten. Ich danke allen, die dabei gewesen sind. Ja? Und ich denke, unser Calling war eindeutig. Alicia, ich danke dir für diese ganzen Weisheiten, die du geteilt hast. Die Zeit ist reif. Ja? Alice hat ganz am Anfang gesagt, wir befinden uns in diesem Zyklus. Ja? Und das sind nicht nur die Maya-Weisheit, sondern viele alte Kulturen sagen genau, genau das. Alle. Ja? Alle sagen, es ist die Zeit des Umbruchs. Und wir sind die Pioniere. Ja? Der Umbruch kommt nicht von oben. Es wird nicht so sein, dass die Regierung sagt, und jetzt ist ein neues System. Sondern wir müssen wie eine Graswurzelbewegung einstehen. Macht hat auch etwas mit machen zu tun. Nicht mehr mit sich machen lassen. Ja? Da steckt der gleiche Wortstamm drin. Und das ist genau das, was wir verstehen müssen. Es fängt im Kleinen an und es vollführt sich immer weiter. Wie ich gesagt habe, ja, nur einen Menschen informieren, transformieren und wir sind schon doppelt so viele. Ja? Genau, und jetzt stell dir nochmal vor, jeder von uns erreicht 100.000 Menschen. Genau, das ist die Minimum-Vision und jetzt die maximale Vision. Genau. Ja, ja, und ich meine, wir haben solche, ne, Reichweiten. Alicia ist mega auf dem Markt, ne? Ich habe eine Riesenreichweite. Das heißt, wenn wir unterwegs sind, dann erreichen wir Hunderttausende. Ja? Und das ist gigantisch. Ja? Wenn wir, jeder von uns, sein Wissen teilt, und das fängt häufig damit an, dass wir uns erstmal trauen, sowas zu teilen, was noch kein Mainstream ist. Ja? Der eine ist hellsichtig, der andere hat eine Gabe, die Füße zu lesen, der nächste hat eine Eingebung und weiß genau, welche Frage er jetzt stellen muss. Bekenne dich dazu. Ja? Auch wenn du es nicht benennen kannst erstmal, es ist eine Gabe. Wenn du intuitiv weißt, was jetzt der nächste Schritt ist und immer richtig liegst, dann finde das nicht scary, sondern sei stolz darauf. Ja? Und das ist häufig ein Revue passieren lassen von der ganzen Geschichte. Ja? Viele sind in der Kindheit, in der Schule ausgelacht worden für ihre Art und Weise zu sein. Ja? Ich habe mich immer anders gefühlt als die anderen. Ich habe eine Klientin, die hat es als alienartig bezeichnet, hat gesagt, für diese Alienartigkeit. Ja, ne? Es ist so, dass es schwer ist vielleicht bisher, ja, aber es wird immer leichter, je mehr du in diese innere Wahrheit, Weisheit kommst, je mehr du in deine Bestimmung kommst und deine Gabe lebst, umso leichter wird es. Genau. Umso leichter wird die ganze Transformation. Genau, und ich glaube, alle, die hier sind, haben sich als Kinder schon anders gefühlt. Das mit dem Alien ist natürlich spannend, da gehen wir nochmal zu den Maya, weil die Maya sagen, wir kommen von den Plejaden. Na, also wir sind Aliens, Leute. Wir kommen von den Plejaden und haben dann auf Atlantis und Lemurien gelebt und haben uns dann auf die unterschiedlichen Erdteile verteilt. Und tatsächlich sagen das nicht nur die Maya, das sagen auch die sibirischen Schamanen, die Inka-Schamanen. Ich kenne Schamanen aus der ganzen Welt. Ich habe auch einen Freund, der ist Navajo-Medizinmann. Der sagt auch, wir sind Aliens. Ja. Also insofern wundert euch nicht, ihr seid Aliens im positiven Sinne. Genau. Ich habe in meiner Jugend mit 13, 14 habe ich Däniken, ja, gelesen, live besucht, mehrfach. Echt? Und das war schon damals,
könnte es sein, dass diese Abbildungen Astronautenhelme sind. Und ja, das ist einfach, das hat mich schon immer fasziniert. Ja. Und ja, ihr spürt, ja, wir könnten jetzt noch stundenlang weiterreden. Wir lassen euch aber auch in euren wohlverdienten Abend gehen. Und wir gehen zu unseren Familien. Alicia hat 7 Kinder, stellt euch das mal vor. Das ist möglich, so eine große Family zu haben und noch ein millionenschweres Business zu führen. Ja, ich habe zwar nur 4. Aber da kommt schon meine Kleine. Auch das ist möglich. Oh. Ja, genau, das ist wirklich möglich und das ist nämlich auch die Einheit, weil wir oft denken, Kinder und Spiritualität ist nicht möglich, Kinder und Business ist nicht möglich. Doch alles ist möglich und das ist ja wieder diese verschiedenen Aspekte. Ich bin die Mutter. Ja, ich bin die Priesterin. Ja, ich bin auch die Business-Schamanin. Ja, das bin ich und das können wir alles sein. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, weil ich habe viele Jahre, das muss ich noch kurz erzählen, finde ich ganz wichtig, habe ich auch meine Kinder als Ausrede benutzt. Ich habe gedacht, ich kann nicht richtig groß werden, wir haben ja alle unsere unterschiedlichen Ausreden, weil ich muss ja erstmal eine gute Mutter sein. Und das geht ja nicht. Wenn ich mein Business lebe, bin ich keine gute Mama. Und dann habe ich mich irgendwann aber gefragt, was will ich eigentlich meinen Kindern mitgeben? Will ich ihnen mitgeben, dass sie sich zurückhalten müssen, dass sie sich für andere aufopfern müssen? Oder will ich, dass sie voll und ganz in ihrer Kraft stehen und ihr es leben? Und da war es für mich klar, das ist, was ich will. Ich will, dass meine Kinder voll und ganz ihre Kraft leben und sie selbst sein können. Also muss ich das auch leben. Ich muss ihnen vorangehen. Ja. Milch. Genau. Und dann habe ich das getan. Und das könnt ihr euch alle fragen. Wo sind noch eure Ausreden? Was hält euch noch zurück? Und ja, untersucht das. Untersucht das, bringt es in euer Bewusstsein. Und glaubt nicht mehr den Ausreden, sondern findet den Weg, es zu tun. Den gibt es nämlich immer, wenn ihr wirklich eurer inneren Kraft folgt. Ja. Was für ein göttliches Bild, eine stillende Mutter. So. Ich danke euch allen. Auf bald. Ja. Und wir sehen uns. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, danke, danke. Kommt hier im Chat. Vielen Dank. Danke, Alice. Ciao, ciao. Ganz liebe Grüße an euch alle. Ciao. Ciao.